Hallo ihr Lieben, es gibt wieder einen Wochenvlog. Ihr habt letztes Wochenende schon ein bisschen von mir gesehen. Und zwar war ich mal wieder bei Ichiban und danach noch kurz Shisha. Und ja, jetzt gibt es wieder Videos. Das Problem, warum es keine Videos gab, war mein PC, weil der wieder am Rumspacken war. Der ging komischerweise aus und dann konnte ich nicht mehr hochfahren. Ging gar nicht mehr und dann irgendwann ging es wieder. Ja, deswegen kann ich jetzt wieder Videos hochladen. Also es lag einzig und allein daran, nicht, dass ich keinen Bock mehr hatte. Obwohl mir die Pause, sage ich, auch mal gut tat. Aber ja, genau. Jetzt heute ist Freitag, der 2. März. Und ich hatte gerade einen Besuch bei der Kosmetikerin. Wie ihr es vielleicht an meinen Augenbrauen seht, meine Augenbrauen sind jetzt komplett anders. Sie sind um einiges dünner geworden, was ich jetzt auch nicht schlecht finde. Ja, ich habe eine Gesichtsreinigung bekommen, habe meine Augenbrauen wachsen lassen und meine Beine wachsen lassen. Genau, jetzt habe ich die ganzen Strapazen überstanden und habe mich dann jetzt gerade mal kurz geschminkt. Und ja, dann geht es jetzt gleich auf. Ich treffe mich mit Ann-Christine. Wir gehen erst einen Cocktail trinken und danach gehen wir in eine Shisha-Bar. Was ich euch auch noch gar nicht erzählt habe, ich habe so lange nicht gevloggt. Ich glaube, das letzte Mal so um Silvester rum, wenn ich mich täusche, tatsächlich sogar. Was Doofes passiert ist, ich weiß gar nicht, habe ich das erzählt, dass meine Shisha-Bar zugemacht hat? Ja, ne? Ich glaube, das habe ich erwähnt kurz vorher. Ja, sehr, sehr traurig hat dieses Jahr gestartet. Die Shisha-Bar hat zugemacht. Das Blöde war, ich wollte halt vorher hin, aber ihr wisst es ja selber, ich war krank. Das habt ihr ja miterlebt in meinen Videos, dass ich leider die ganze Zeit krank war. Und das heißt wirklich, dass ich krank war, weil sonst wäre ich Shisha gegangen, wenn ich wüsste, dass sie zumacht. Aber es ging leider gar nicht. Also mir ging es richtig, richtig schlecht. War tatsächlich dann auch 3 Wochen lang krank. Ja, bin gut ins Jahr gestartet, muss man sagen. Aber jetzt ist alles wieder super. Und ja, und auch schon wieder März. Ich habe also so lange nicht gevloggt, 2 Monate nicht. Das ist schon krass, wie schnell die Zeit vergeht, dass jetzt schon wieder März ist. Das ist so heftig. Also mir kommt es vor, als wäre gestern Silvester gewesen. Oder ich kann mich noch an letzten 1. Mai erinnern und jetzt ist schon bald wieder 1. Mai. Das ist schon krass. Was wollte ich sagen? Ach ja, es gibt noch Neuigkeiten. Und zwar fange ich eine weitere Ausbildung an. Da gehe ich jetzt nicht so tief drauf ein, weil das wollte ich in einem First Impression Video wahrscheinlich machen oder in einem Style and Talk Video oder irgendwas. Wollte ich da noch näher drauf eingehen. Aber ich sage euch schon mal so viel, dass ich ab dem 12.04. wahrscheinlich, wenn genug Leute teilnehmen, noch nebenbei, neben meinem Beruf, eine Kosmetikausbildung anfangen werde. Neben Visagistin jetzt noch Kosmetikerin, weil mich das einfach super, super doll interessiert, so Hautpflege. Und das ist ja nicht nur Hautpflege, da ist teilweise auch Essensernährung, Ernährung drin, da ist Massage, ja gesagt, Hautsachen, also das ist alles, Pediküre, Maniküre, alles ist halt mit drin. Und das finde ich halt wirklich richtig, richtig interessant, von daher freue ich mich schon sehr. Scheinbar kann ich nicht einfach nur still sitzen, nein, ich will mich scheinbar irgendwie immer weiterbilden, ich weiß auch nicht warum, aber irgendwie... Ja, kaum die andere Ausbildung wieder vorbei, muss ich wieder was Neues machen, und damit es nicht langweilig wird und ich nicht zu viel Geld über habe, weil die kostet auch wieder ein bisschen mehr, kostet wieder 175 Euro im Monat, geht 1,5 Jahre, ach, ich wollte gar nicht so viel erzählen, das wollte ich eigentlich alles in einem Video erzählen. Gut, jetzt ist das schon mal erzählt. Ja, ich muss jetzt auch los, damit Ann-Christine nicht so lange wartet. Ich wollte sie nämlich um 5 Minuten noch, ja, es passt ungefähr. Gut, ich fahre dann jetzt los, damit sie nicht im Dunkeln alleine rumsteht. Und ihr seht so zwischendurch ein bisschen was. So, da bin ich wieder. Ich habe irgendwie voll vergessen zu vloggen gestern noch. Heute. Was habe ich heute gemacht? Ich bin heute aufgestanden, bin direkt dann zum Sport. Dann war ich duschen und dann habe ich einfach nur gechillt, weil ich war irgendwie heute super müde. Ich habe keine Ahnung, gestern auch schon. Keine Ahnung warum. Ja, und jetzt treffe ich mich gleich wieder mit 2 Freundinnen, mit Laura und Juliane. Und wir gehen erstmal was essen und dann mal gucken. Ja, deswegen habe ich mich jetzt geschminkt.
Und ich bin so müde. Am liebsten würde ich gerade hier bleiben, aber ich habe Bock, was zu essen. Also mal gucken. Ich glaube, ich gönne mir einen veganen Burger. Aber mal schauen. Ja, noch vertete ist gerade auch ordentlich am Essen. Und ich habe noch 10 Minuten, bevor ich los kann. Also ich kann schon los, aber dann komme ich zu früh. Das wäre auch scheiße. Ja, keine Ahnung, mal gucken. Aber ich nehme euch gleich auf jeden Fall da mit. Und ja. Sonst habe ich gerade nichts zu erzählen. Irgendwie ist dieses Wochenende bis jetzt nicht so geil. Weiß ich nicht. Also schon ganz nett, aber irgendwie, ich kann es nicht beschreiben. Keine Ahnung. So, hallo ihr Lieben, heute ist schon Montag und ich vlogge heute ausnahmsweise immer noch, weil ich irgendwie noch nicht so viel gevloggt habe, weil ich muss mich erst wieder dran gewöhnen. Ja, ihr habt gerade gesehen, ich habe mich so ein bisschen fertig gemacht, also Haare habe ich jetzt noch nicht gemacht, die muss ich gleich noch machen. Auch nur so schon mal grob ein bisschen geschminkt, damit ja, ich gleich ein Video drehen kann. Nebenbei gucke ich gerade ein Let's Play und... Ich werde jetzt, ich drehe nämlich gleich ein Video, und zwar ein Aufgebraucht-Video, da habe ich hier schon meine Tasche liegen, wo ich mir schon die Produkte rausgesucht habe, die ich heute vorstellen werde, die ich halt leer gemacht habe. Und hier ist eine riesen, oh Gott, ich kann ihn ertragen, Box mit Sachen, die ich verlosen möchte. Und daraus packe ich jetzt eine kleinere Box mit Verlosungssachen, weil ich heute ein, also, ja, wie nenne ich das? Dass ich jetzt wieder da bin, mache ich jetzt eine Verlosung. Weil ihr so lange keine Videos hattet, geschuldet durch meinen PC leider. Und ja, ich sollte vielleicht gleich mal meine Haare kämmen. meine Katze rastet gerade aus. Naja, auf jeden Fall bekommt ihr eine Verlosung. Und die packe ich jetzt und dann kann ich gleich meine Haare fertig machen und alles. Ich warte noch auf ein Paket, damit ich gleich nicht beim Videodrehen unterbrochen werde. Und dann... Ja, kann ich anfangen, Videos zu drehen? Ich habe gestern den ganzen Tag im Grunde hier aufgeräumt. Also, es sieht schon ganz gut hier aus. Ich habe alles gewischt, alles gesäubert, alles. Es sieht gut aus. Gott sei Dank. Ja. Dann mache ich jetzt erstmal weiter und nehme euch nachher nochmal mit. Heute wird nichts Spannendes passieren, aber habe ich schon gesagt, dass ich heute Urlaub habe? Ich habe heute einen Tag Urlaub, weil, keine Ahnung, ich brauchte einfach ein langes Wochenende. Und das habe ich jetzt... So, Videos gedreht, oder beziehungsweise die beiden Videos sind gedreht. Übrigens habe ich meine Haare immer noch nicht gemacht. Ich hatte eben so einen, keine Ahnung, eine Frisur, die, glaube ich, ganz okay war. damit ich nicht immer meine glatten, ganz normalen, stinknormalen, langweiligen Haare habe. Und ja, jetzt koche ich gerade, also ich mache gerade Nudeln mit einer Tomatensauce für meine Mutter, weil die kommt gleich vorbei und sie hätte gefragt, ob ich ihr vielleicht was zu essen machen kann. Weil die halt direkt von der Arbeit kommt. Sie arbeitet ja auch hier, wo ich jetzt wohne. Und ja, noch vertete Raste nicht aus, das sind meine Schlafsachen.
Genau, deswegen mache ich hier gerade Nudeln. Ich habe gerade noch keinen Hunger, deswegen ich esse nachher irgendwas anderes dann. Ja, ich werde jetzt gerade das Sofa noch aufräumen, weil ich jetzt hier, wie gesagt, alles gedreht habe. Jetzt muss ich erst wieder alles wegräumen. Habe gerade auch noch ein Video zu Ende geguckt. Ja, ansonsten ist jetzt, glaube ich, gleich 3 Uhr. Noch Frittierte rastet aus. Komm mal her. Komm hier. Oh, sie will nicht. Die will nicht. Komm her. Komm. Ah, da ist sie. Da ist die Kleine und weg ist sie wieder. Die rastet heute ein bisschen aus, aber ich glaube, die freut sich, dass ich heute den ganzen Tag für sie da bin, ne? Kleine Maus, jetzt spielt sie da mit ihrer Angel. Naja, genau, ansonsten habe ich jetzt alles erledigt. Ich bin froh, dass hier alles einigermaßen ordentlich ist. Das habe ich ja gestern alles gemacht, habe ich ja, glaube ich, gesagt. Schlafzimmer muss ich noch ein bisschen was wegräumen, aber ansonsten sieht es hier wirklich ganz gut aus. Und mein Kühlschrank ist voll, es passt nichts mehr rein. Ich habe irgendwie zu viel eingekauft. Ganz, ganz viel Obst und Gemüse. Also fast nur gesunde Sachen in meinem Kühlschrank zu finden. Und ja, ich mache der Katze jetzt was zu essen, räume das weg. Dann mache ich das Essen schnell zu Ende fertig, weil die kommt gleich. Kurz nach 3 wahrscheinlich. Und ja, dann wollten wir noch so ein paar Sachen machen. Nur hat meine Mutter das vergessen, die meisten Sachen mitzunehmen. Ich habe nämlich die Abrechnung jetzt hier von der Wohnung bekommen. Und da steht halt, ich habe 100 Euro Guthaben, sage ich mal. Nur ist das ja nicht alles meins, war ja vorher mein Mieter hier drin. Das muss natürlich alles noch ausgerechnet werden. Nur hat meine Mutter die Unterlagen vergessen. Ja, aber wir haben noch was anderes zu klären, noch wegen meinem Bausparvertrag noch was. Und das machen wir dann gleich, wenigstens etwas. Und wollten noch ein bisschen quatschen. Ja, und dann geht es morgen wieder zur Arbeit. Habe ich Lust? Nein, aber egal, bringt ja nichts. Der eine Tag hat trotzdem gut getan, muss ich sagen. Also man merkt das schon, dieser eine Tag länger, das fällt einem schon auf. Ich war gestern nämlich dadurch viel produktiver, muss ich sagen. Ich finde sonntags, also ich persönlich bin sonntags sonst nie wirklich produktiv. Ich mache nie was. Also eigentlich chill ich von morgens bis abends nur rum. Aber gestern habe ich, wie gesagt, die ganze Bude hier hochglanzpoliert, sag ich mal. Und das ist ganz cool, dass ich das gestern alles erledigt habe. Ja, heute habe ich jetzt auch schon einiges geschafft. Schon allein, dass ich die Videos gemacht habe, einkaufen war. Joa, da habe ich schon einiges, finde ich, geschafft. Und das ist ganz gut so. Und dann ist morgen schon Dienstag und dann ist bald schon wieder Wochenende. Ja, Gott sei Dank. Ja, keine Ahnung, heute Abend vielleicht nochmal ein bisschen Call of Duty spielen, wie eigentlich immer. Ja. Ansonsten habe ich euch gerade nichts zu erzählen. Vielleicht filme ich nachher nochmal kurz. Ich kann es euch noch nicht sagen. Wir werden mal sehen.